Also wirklich genau, ich beim Bauen anfing, wurde es so derbe heiß draußen. Deshalb sage ich morgen, Leute, wir müssen jetzt nochmal schnell zu Hornbach fahren, beziehungsweise sind schon da. Noch die Holzleisten holen für unsere Frontschaumgitter später, noch ein paar Einschlagmuttern und so einen kleinen Bums. Und Holzspachtel, falls ich ihn brauche. Muss ich mir überlegen. Bis gleich. Also ich muss ehrlich sagen, ich verfluche den Bau der Anlage jetzt schon. Ich dachte mir, ich fahre mal eben zu Hornbach und hole noch ein paar Teile für die Anlage, dass es wirklich cool wird. So kleine Flügelschrauben und nochmal ein bisschen Lack und nochmal ein paar Leisten und ein bisschen Metall und ein bisschen da und ein bisschen da. Und dann lässt du wieder 75 Euro in diesem Scheißladen. Also nichts gegen Hornbach, aber einfach viel Geld, wo ich denke, so Mann, ich dachte, ich bin schon längst über dem Budget, schon lange. Aber die Anlage, ich hatte halt schon so viel Herzblut reingesteckt und soll einfach geil werden und das wird sie, glaube ich, auch. Ich hoffe, euch stört es nicht, dass ich jetzt mal aus der Hand weiter filme, einfach aus dem Grund, weil es grummelt und vielleicht gleich regnet und ich jetzt nicht die große Kamera draus stehen lassen möchte und es geht auch ein bisschen einfacher, da ich nicht mehr viel Zeit zum Sägen habe. Ich habe jetzt beim Gehäuse vom Subwoofer schon die Leisten eingeleimt, wo dann später die Faceplate, das Anschlussmodul, draufsetzen wird und wir sie außen dann praktisch verschrauben können. Ich weiß nicht, ob ich so Geduld habe, auf meine M4-Einschlagmutter mit Gewindeschrauben zu warten, ob ich da Holzschrauben reinjage. Aber ich glaube, weil sie sehr gut werden soll, warte ich auf die Einschlagmutter. Wenn man keine richtige Werkstatt hat, muss man sich eben ein bisschen arrangieren. Hab mir jetzt hier so kleine Holzholder gebaut, sage ich mal. Folgendes, die Tops bauen wir, indem wir das Holz auf Gärung sägen, auf 45 Grad Winkel. Und da man bei der Säge nie genau sicher gehen kann, ob die Angaben wirklich stimmen, habe ich hier auch mehrere Testcuts gemacht, damit ich wirklich sehen kann, ob der 45 Grad Winkel wirklich stimmt. Wenn ich praktisch jetzt die beiden Testschnitte so entgegensetze, da kann ich mir mit dem rechten Winkel gucken, ob das wirklich stimmt. Habe ich gemacht. Nach 5-mal Testen hat der Winkel wirklich gestimmt. Und damit ich auch immer den gleichen Abstand habe, damit ich wirklich immer die gleiche Einstellung habe, habe ich mir einen Anschlag gebaut. Deswegen, messt am besten nur einmal und baut euch einen Anschlag, weil es kann auch ein Millimeter verschoben sein, was nicht schlimm ist. Wenn aber alle Teile wirklich genau gleich sind, dann ist es am Ende sowieso egal. So, wir haben jetzt hier den ersten Schnitt und jetzt drehen wir das Holz einfach einmal um. So, weil sonst haben wir nachher die Winkel so rum, wir brauchen sie aber so rum, damit wir es am Ende zusammenstecken können. Deswegen drehen wir es einmal um, schieben es ein bisschen an unseren Anschlag ran, haben wir das gleiche Maß, sägen jetzt, das machen wir jetzt mit allen Seiten, immer umdrehen und sägen. Und dann haben wir auch schon die Seitenteile für unser Topteil. So, so wird es am Ende zusammenleimen. Klar, genau, wenn ich aufnehmen will, kommt hier ein Flugzeug. So, sieht ja aus im Teleshopping, aber wir sind ein bisschen weiter. Und zwar habe ich jetzt bei den Subwoofer schon mal überall komplett abgeschliffen. Das sind ja so Arbeiten, die brauchen wir nicht zeigen. Das ist klar, was abgeht. Einfach das ganze Gehäuse an allen Seiten geschliffen. Die Kanten ein bisschen gebrochen, ein bisschen abgerundet überall. Und hinten habe ich jetzt auch praktisch hier die Leisten eingeleimt, damit wir dann am Ende, ich zeige es euch mal eben, natürlich kopfüber in dem Fall, damit wir dann am Ende hier unsere Faceplate reinsetzen können, die sich dann, das hält sogar ganz gut, so kann man es ganz gut sehen, glaube ich, die sich dann halt super an den Leisten hier festhält. Hier kommen überall den Löcher rein, Einschlagmutter von hinten, vielleicht. Und dann ist die Faceplate so fest und man kann sie auch easy rausschrauben, wenn man mal irgendwas warten muss oder ja, whatever. Wir werden noch die Potis hier reinsetzen und jetzt kommen wir mal zu den Topteilen. Ich habe jetzt hier überall auf Gärung, wie ihr gerade schon gesehen habt, die Topteile zugeschnitten. Überall ist es jetzt noch so derbe ausgefranst, weil wir ein sehr grobes Sägeblatt haben. Ich habe halt nicht eine riesen Werkstatt. Wie gesagt, man muss sich ein bisschen arrangieren. Aber wir nehmen einfach gleich Schleifpapier, machen alles ein bisschen runter und dann werden wir es einfach mit dem, ich nenne mal den Truppetrick, Klebeband nehmen, vier Lagen, Leim zwischen, zusammengeklappt wie ein Buch und dann haben wir auch schon Topteile verleimt. Wir haben jetzt hier alles komplett für jedes Top die vier Scheiben vorgesägt, habt die auch jetzt dementsprechend abgeschliffen. Ja, ein bisschen Serie nebenbei gucken, ist ja auch nicht verkehrt. So Freunde, damit ich jetzt hier praktisch hier alles ordentlich zusammenleimen kann, dass auch wirklich gerade ist, brauche ich einen Anschlag. Und den bauen wir jetzt mit dieser Wasserwaage hier, könnt ihr auch irgendeine Metallleiste oder irgendwas nehmen. Jetzt packen wir hier die so hin, nehmen uns die beiden Schraubzwingen. Jetzt können wir die nämlich alle so anlegen und dann gleich komplett gerade verleimen. Natürlich müssen wir die erstmal umdrehen. So und so. Jetzt kommt hier überall Klebestreifen rüber und dann war es das eigentlich auch schon. So, jetzt den Scheiß vorsichtig umdrehen. Jetzt nehmen wir uns den Jotunleim und machen wirklich nur wenig in die Kante hier unten rein, weil es sowieso nach oben rausdrückt. So, und dann können wir den auch schon
Und dann haben wir am Ende. Scheiße. Hätte ich mal gleich abmachen sollen, den Streifen. Schlau, Nico. So. Jetzt haben wir hier so einen wunderschönen Würfel, der auf Gärung gesägt ist. Ich finde das Ergebnis eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ich freue mich darüber selber. Ich habe es zum ersten Mal gemacht in dieser Konstellation. Und ja, lassen wir jetzt so trocknen mit dem Leim. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Bin begeistert. Zing. So, alle Kästen geleimt. Ich finde es ziemlich witzig aus, dass wir hier so viele kleine Würfelchen haben. Es hat sehr gut funktioniert mit dieser Leimmethode. Also wirklich, ich habe da viele Tipps vom lieben Truppe vom Kanal Let's Bastel abgeguckt. Link in der Videobeschreibung. Er kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht, aber ich finde ihn einfach gut und ich halte es für richtig, andere Kanäle zu empfehlen, wenn sie gut sind. Deswegen schaut mal rein, ist auch der größte Handwerkerkanal auf YouTube, deswegen, ich denke mal, den werdet ihr auch schon mal gesehen haben. Ich würde sagen, ich warte jetzt noch einen Moment, dass das besser trocken ist, werde davor schon mal vielleicht den Bass anfangen zu lackieren und dann werden die auch in der Zeit trocken sein, dann können wir auch schon die Tops gleich mitnehmen. Ich werde erst die Anlage für meinen Vater machen, weil den weißen Lack, den weißen Warnex habe ich schon da. Können wir schon mal anfangen. Der schwarze ist noch unterwegs, der sollte eigentlich schon längst da sein, aber ihr kennt die Problematik. Und wenn es dann nach 8 ist, was glaube ich schon der Fall ist und wir nicht mehr sägen dürfen, würde ich sagen, machen wir die Potentiometer in den Faceplates. Ja. Alter, wie schnell es geht. Graufilter raus, Blende fast voll auf, Sonne ist komplett weg. Wir haben pro Faceplate 4 Potentiometer. Einmal vom DSP, der praktisch wirklich nur ein VCA praktisch ist, der praktisch auf den DSP direkt draufgesteckt wird und die Master-Volume bestimmt. Und dann haben wir nochmal 3 extra, die ich bestellt habe, weil ich wollte den Bass und das jeweilige Top-Teil auch extra regeln können. Dementsprechend haben wir halt Master, Bass, Top links, Top rechts, Top A, Top B, wie immer man möchte. Wir müssen auf diesem kleinen Platz hier 4 Potentiometer unterbringen, weil wir das dicke Kabel hier haben. Ne? Das muss ja auch noch genug Weg haben zum Langgehen. Und, aber ich denke mal, das ist easy, easy machbar. Ich überlege nur gerade, ob ich die Potentiometer jetzt hier reinmache oder hier. Ich glaube, hier ist besser. Ja, könnt ihr ja machen, wie ihr wollt, aber ich packe die mir hier hin. Ich glaube, das finde ich ein bisschen schöner. Ich glaube, das finde ich schöner. Ich muss es doch wissen. So, Platte haben wir jetzt hier. Wir müssen, wie gesagt, Alter, ich werde hier von Mücken attackiert. Gleich mal dieses Zeug holen. Wir müssen, wie gesagt, die 4 Potis auf diesem kleinen Platz hier unterbringen, weil hier kommt ja schon praktisch an der Seite unsere Leiste, wo später das die Faceplate festgeschraubt wird. Ist aber easy. Wir kriegen hier 4 Stück, denke ich, locker unter. Ist alles kein Problem. Und wir brauchen jetzt 2 Bohrer. Einmal brauchen wir den Bohrer in der Breite von dem Potentiometer selber, dass wir es durchstecken können. Und einmal brauchen wir noch einen kleinen, denn die Potis haben hier so einen kleinen Widerhaken. Und dieser Widerhaken verhindert, dass der Poti hinten praktisch mitdreht. Ich weiß nicht, was man für Kräfte haben muss, dass das Ding wirklich durchdreht, aber es ist anscheinend möglich. Ich messe mir jetzt zwischen diesen beiden Kanten, zwischen dem DSP und dem Kabel die Mitte aus und mache mir dann da die 4 Punkte und dann bohren wir das Ganze. So langsam finde ich heraus, wie ich hier am besten alles hinstelle, weil es so klein ist. Aber so richtig, richtig sinnvoll, Nico, richtig sinnvoll. Ich sehe auch aus wie eine Sau. Sorry für mein Aussehen, Leute. Es ist einfach verdammt staubig und es sind Arbeitsklamotten. Das ist übrigens ein Shirt von der Polt & Sound 2013. Schon eine ganze Weile her, aber trotzdem passt das mir ganz gut. Wir sind wieder drin, es ist draußen schon extrem dunkel und wenn ich Lampen aufbaue, dann kommt das Viehzeug noch mehr an und ich bin sowieso schon von Mücken völlig zerstochen. Deswegen jetzt hier drin weiter. Wir machen jetzt die Polis bei den Faceplates, wie gesagt, und dazu mache ich mal die Kamera eben wieder ein Stück runter. Ich habe gerade echt überlegt, wie ich am besten den rechten Winkel hier rausfinde, damit ich wirklich auf einer Linie bin, die im rechten Winkel zu der Kante hier steht. Weil im rechten Winkel so hier rankommen geht nicht in ein DSP-Board. Das ist eigentlich so simpel, aber Nico ist halt manchmal ein bisschen dämlich. Aber falls ihr auch nicht drauf gekommen wärt, legt einfach den rechten Winkel hier außen an. Dann könnt ihr es mit der Parallelverschiebung, ja, das habe ich mir damals aus dem Geometrieunterricht gemerkt, könnt ihr das hier so verschieben und jetzt euch hier eure Marker setzen und dann anfangen zu bohren. Boah, ich werde hier echt brutal von allen Mücken zerstochen. Das war in den letzten Tagen aber nicht so schlimm. Okay, Leute, ihr könnt jetzt sehen, dass ich hier die Hauptlöcher habe für die Oh, ihr könnt gar nichts sehen. Jetzt kann man hier die Löcher sehen für die Potentiometer und dieses kleine Loch daneben für diesen kleinen Genupsel. Jetzt passt nämlich das Ganze richtig gut hier rein. Ich muss die kleinen Löcher nur noch ein kleines bisschen tiefer machen, dass der auch wirklich gerade drin sitzt und nicht so ein bisschen schief rausguckt, weil der ja noch aufkommt. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht komplett durchs Material stoße, weil das doch ziemlich dünn ist. Da braucht man halt ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber das geht schon. Wir kommen voran. Sieht doch cool aus, oder? Wir haben jetzt hier Master Volume, Bass, Top,
Top. Ich, Depp, hätte nur mal meine Augen aufmachen sollen, denn das ist der einzige Poti vom DSP selber, der diesen komischen Knubbel hat, wo wir das Loch daneben reinbohren müssen. Die anderen haben das nicht, das habe ich vor umsonst mir die Mühe gemacht. Naja, egal. Ich bin mit dem Ergebnis echt zufrieden, sieht echt cool aus. Jetzt fehlt immer noch der Feinsicherungshalter und die beiden LEDs, dann ist die erste Faceplate auch schon komplett fertig. Geil! Okay Leute, ich dachte, ich sage euch mal eben, wie ich die Speakons verkabel. Und zwar mache ich die erste Buchse vierpolig belegt, dass ich praktisch hier mit einem vierpoligen Kabel mir es weiterlegen kann und aufteilen kann, falls die Tops im Rig hängen und der Bass irgendwo unten ist. Ja, auch bei dieser Mini-Anlage. Dementsprechend so eine Mini-Brücke, 1 plus, 1 minus bei der Buchse, 2 plus, 2 minus bei der Buchse. Und der Pluspol geht einmal hier ran und einmal dort ran und hier einfach nur Kanal 2 auf 1 plus, 1 minus. Somit kann ich praktisch ganz normal 1, 2 verkabeln oder ein 4-poliges an die erste Buchse und habe beide Kanäle auf dem Kabel und kann sie mir irgendwo anders aufteilen. So, jetzt könnt ihr sehen, wie ich es verkabelt habe. Also erstmal kann ich euch empfehlen, alles ordentlich mit Kabelbindern zu machen, dass ihr wirklich auf eurer Platine Ordnung behaltet. Vor allem, wenn ihr das rein und raus baut und mal irgendwas wartet, dass die Kabel nicht durch die Gegend fliegen, sondern wirklich alles an seinem Platz bleibt. Und vor allem macht es das Ganze auch viel, viel stabiler und wird nicht durch die Weltgeschichte. Ihr seht jetzt hier die Speakon-Verdrahtung, einmal vierpolige Buchse, zweipolige Buchse und somit kann ich hier wirklich mit einem Vierpol-Kabel rangehen und kann mir alles woanders aufpeitschen. Das ist hier fast fertig, ich muss nur noch die ganzen Potis hier an die Ausgänge vom DSP löten und dann kann es auch schon zur Endstufe.